In einem intensiven Spiel schlägt die TSG den FC Ingolstadt mit 2:1. Der Treffer von Nadim Amiri sorgte bei Trainer Julian Nagelsmann für große Erleichterung. Ja, nervenaufreibend. Aufgrund der guten Chancen habe ich schon die Hoffnung gehabt, dass wir noch ein Tor machen. Das ist immer ein gutes Zeichen, auch wenn man sie vergibt. Erstmal, dass man welche hat, die man zu Toren umnutzen kann. Und das haben wir dann Gott sei Dank noch gemacht. Sehr, sehr große Erleichterung. Wir sind die ganze zweite Halbzeit angelaufen, waren teilweise auch zu offen, defensiv. Aber haben uns sehr, sehr gute Chancen herausgespielt. Unterm Strich dann zu wenig Tore gemacht. Aber ich glaube, mit dieser Enge, mit einem Torvorsprung ist es okay, das Ergebnis. Wir hätten auch mehr schießen können, aber auch mehr bekommen können. Von dem her ist es okay. Ich bin überglücklich, dass wir gewonnen haben. Und ja, sehr erleichtert. Ja, ich habe gestern Abend schon Steven geschrieben, dass ich morgen für ihn treffe. Wenn das auch klappt, ist natürlich super. Und ja, jetzt wissen wir auch, dass die Mannschaft hinter denen steht immer. Für beide, total. Die sind im Training da zusammengerauscht. Das sah nicht gut aus. Trotzdem bin ich froh, dass es beiden soweit gut geht. Das ist das Wichtigste. Hat uns irgendwie auch nochmal zusammengeschweißt als Truppe. Ich glaube, das hat man heute auch gesehen. Wir hatten es bei den Einlaufjacken an und die ganze Zeit sein Trikot auf der Bank. Das habe ich auch gesehen. Das ist eine sehr, sehr schöne Geste. Für ihn, glaube ich, auch sehr, sehr schön, weil es ihn dann doch ein bisschen mehr erwischt hat. Somit auch ein Sieg für ihn. Nee, wir wissen, dass Ingolstadt brutal gefährlich ist im Gegenpressing. Wenn man da halt in den Situationen, wo Ingolstadt die Chancen hat, genau hinguckt, dann sieht man, dass es eine Gegenpressing-Aktion war, wo wir zweimal einen einfachen Fehlpass fast im eigenen 16-Meter-Raum spielen. Und dann hat man einfach nicht mehr viel Raum zu verteidigen, bevor der Abschluss kommt. Und da hatten sie nach unseren 200-prozentigen die Großchancen, auch in Führung zu gehen. Wir müssen das Spiel vielleicht einen Tick früher entscheiden, dann kommt es vielleicht nicht zu den Chancen. Aber ich glaube, am Ende, trotz guter Chancen auf beide Seiten, ist es ein verdienter Sieg für uns. Ja, ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit gemerkt, wie schnell es gehen kann, dass wir uns Chancen rausspielen. Da haben wir ein, zwei Szenen besprochen und dann haben wir es versucht, besser zu machen. Es war dann okay, teilweise waren wir dann einen Tick zu offen. Erste Halbzeit auch, haben dann einfach zu viel zugelassen. Und somit können wir sehr, sehr glücklich sein, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ja, wirkt es nervös, wenn Gegner extremes Gegenpressing und Vorwärtsverteidigen spielen. Da ist immer Hektik auf dem Feld und da ist es schwer, den kühlen Kopf zu bewahren und sich daraus zu lösen. Und dann suggeriert es dem Zuschauer immer den Eindruck, dass es ein sehr, sehr hektisches, nervöses Spiel ist. Das liegt aber einfach an der Spielweise beider Teams, dass man auf halt Gegenpressing als Mittel hat, auch ein taktisches Mittel, um einfach Bälle schnell zurückzuerobern. Und dann kommt da immer eine gewisse Note Hektik rein. Für die TSG geht es am kommenden Samstag weiter beim bereits als Absteiger feststehenden Hannover 96.